So, dann, ich habe keine Ahnung, wie gut ich aussehe. Es ist auch ziemlich egal, weil ich hier auf Wanderschaft bin. Einen wunderschönen guten Tag. Ihr seht, es ist stockdunkel. Ich bin heute um 5:45 in der Früh losgefahren Richtung Osten, sozusagen nach Ostdeutschland, nein, nicht ganz, sondern Richtung Dingolfing, denn wir lassen uns an den Tesla eine Anhängerkupplung bauen, was man glücklicherweise nachrüsten kann. Das habe ich kürzlich von einem anderen Tesla-Fahrer an einer Ladestation erzählt bekommen. Und da ich das jetzt beim Umzug sehr vermisst habe, eine Anhängerkupplung zu haben, habe ich beschlossen, das brauche ich auch. Und da bin ich jetzt gerade unterwegs und melde mich wieder, wenn wir ein bisschen mehr Licht haben, denn das sieht gerade sehr creepy aus, denke ich. Also bei ein bisschen mehr Tageslicht, mehr Informationen. So, dann, ich habe keine Ahnung, wie gut ich aussehe. Es ist auch ziemlich egal, weil ich hier auf Wanderschaft bin. Und zwar in der Nähe von Dingolfing, wie ich vorher schon gesagt habe. Und muss jetzt hier 2,5 Stunden, beziehungsweise eigentlich nur 2 Stunden totschlagen bei 0 Grad, die ich nicht im Auto verbringen kann, weil das Auto, wie gesagt, gerade eine Anhängerkupplung bekommt, damit wir in Zukunft ein bisschen flexibler sind. Werde ich mir noch einen schicken Anhänger zulegen und dann kann man bis 750 Kilo transportieren mit meinem Führerschein. Ich habe leider keinen E, glaube ich, heißt das, Zusatz, wo man dann gebremsten Anhänger noch fahren darf. Kann man aber irgendwann mal nachholen, wenn ich noch mehr Zeit habe als jetzt. Auf jeden Fall hat mir das eben ein lieber Tesla-Fahrerkollege an der Ladesäule zugetragen, dass die Möglichkeit besteht. Er ist von München nach Dortmund gefahren dafür. Ich habe dann ein bisschen gegoogelt und herausgefunden, dass es hier nur 130, 140 Kilometer entfernt von München auch eine Werkstatt gibt, die das macht. Und das ist gar nicht so einfach, weil die normalen Anhängerkupplungen, die man sich hier so nachrüsten lassen kann, an die darf man nichts dranhängen, widersinnigerweise, sondern die haben nur eine sogenannte Stützlast, wo man dann einen Fahrradträger drauf montieren darf. Das hat mir aber definitiv nicht gereicht, sondern ich will anhängen, ich will ziehen und das geht mit dieser Kupplung bis 1850 Kilo. Und jetzt bin ich eben hier unterwegs, habe einen kleinen Marsch vollbracht, bin noch zum Sonderpreis Baumarkt, den ich auch noch nicht kannte, 4 Kilometer gelatscht und habe mir da jetzt ein paar Sachen noch besorgt, die ich für das Vogelhaus benötige, das ich gerade fast fertig gebaut habe. Im Konkreten habe ich den Ständer eben gebaut für das Vogelhäuschen und wollte nicht, dass das Holz die ganze Zeit im Wasser steht, wenn man den auf den Boden stellt. Deshalb habe ich jetzt noch was gesucht, quasi als Stelzen oder Stützfüße oder wie auch immer. Da werde ich jetzt sehr dicke Holzschrauben nehmen, die man dann quasi auch noch justieren kann, damit das Ganze nicht wackelt. Zeige ich euch vielleicht demnächst mal. Auf jeden Fall ist hier eine wunderschöne kleine Kapelle und da drüben, wo man das Motel sieht, ist auch die Werkstatt. Übrigens wie immer keine Werbung, weil wir so erfolgreich sind auf YouTube mit unseren 410 oder so Abonnenten, dass wir es einfach nicht nötig haben, Werbung zu machen. Insofern alles voll bezahlt, keine Werbung, nicht abgesprochen. Ich nenne ja auch keine Namen. Genau, und da werde ich jetzt meinen Rückweg antreten, aber erstmal gucken, ob das Ganze was geworden ist. Auf jeden Fall heute früh den Akku schön vollgeladen auf 100% und jetzt hier bei 0 Grad. Also man hat schon gemerkt, die ersten 10 Kilometer ungefähr war der Akku kalt und ich habe da diese lustigen gestrichelten Linien gesehen bei der Rekuperation. Das bedeutet, dass der Akku nicht so viel Energie zurückgewinnen kann, weil er einfach zu kalt ist und natürlich auch, weil er vollgeladen war. Aber so nach 10 Kilometern sollte das eigentlich problemlos gehen, aber es ist einfach die Kälte. Natürlich ist nicht der einzige Grund für die Anhängerkupplung, einen Anhänger dranhängen zu können, sondern auch so ein bisschen Wiederverkaufswert, denn
Es tut mir übrigens leid, dass ich ein bisschen komisch rede, aber ich bin eingefroren, weil ich jetzt hier seit 2 Stunden mehr oder weniger bei 0 Grad durch die Gegend laufe. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Genau, der Wiederverkaufswert. Und da denke ich mir, ist das keine schlechte Investition. Zumal es ja die Teslas, die Model S, vor unserem, glaube ich, und auf jeden Fall auch nach unserem mit Anhängerkupplung gab. Das heißt, es gab es nur zwischendrin mal nicht, wie das öfter so bei Tesla ist, dass es einfach einzelne Optionen nicht gibt. Zum Beispiel Glasschiebedach ist kurz nach uns aus dem Programm genommen worden. Jetzt gibt es nur noch das durchgehende Glasdach feststehend. Aber wir haben noch das Glasschiebedach oder dass das Handschuhfach nicht mehr weiß ist bei der weißen Innenausstattung, sondern plötzlich schwarz. Wir haben alles noch komplett weiß innen. Oder sagen wir, so weiß, wie es jemals war. Man kann ja nicht alles weiß machen, Lenkrad oder so, geht ja nicht. Aber wir haben die weißestmögliche Innenausstattung sozusagen. Und so ändert sich das bei Tesla, dass es keine klassischen Modelljahre gibt, dass es jetzt nicht das Modell 2020 gibt, sondern das ist so ein fließender Prozess. Dann ändern sich die Sonnenblenden mal kurz, dann ändern sich irgendwelche anderen kleinen Details. Der Dachhimmel ist da nicht mehr Alcantara, sondern Stoff. Und ich würde sagen, wir haben schon noch mit unserem ganz guten Deal gemacht, weil die Materialien sehr hochwertig sind. Der Preis war noch höher, die haben kurz nach uns gesenkt leider. Aber wir haben das Schiebedach und wir haben noch das lebenslange kostenlose Supercharging. Das heißt, wann immer wir auf die Langstrecke gehen oder auf die Mittelstrecke, können wir kostenlos Strom ziehen, was kostentechnisch gar nicht so zu unterschätzen ist. So, und jetzt bin ich wahnsinnig gespannt, was die aus unserem Auto gemacht haben, denn es musste ja gesägt werden, und zwar hinten unter der Stoßstange. Es brauchte irgendeine Öffnung für die Anhängerkupplung. Und worauf ich auch sehr gespannt bin, was mit der Einparkhilfe ist, mit den Einparksensoren hinten, ob die auch automatisch abgeschaltet werden, wenn wir im Anhängerbetrieb sind oder wie das gelöst ist. Spannende Geschichte. Ich guck's mir jetzt an. Boah, hier ist es laut. Übrigens, kleiner Einwurf noch, ich habe extra meine Drohne mitgenommen, um hier auf dem Land mal ausgiebig fliegen zu können und nicht immer am gleichen Fleck. Aber guckt euch mal das Wetter an. Das ist nicht so hübsch und vor allem die Temperaturen. Ich weiß nicht, was die Drohne macht bei 0 Grad und vor allem 100 Meter in der Höhe, wie hoch man ja fliegen darf, wie kalt es da nochmal ist, vielleicht -2 oder so. Das ist mir ein bisschen zu heiß gewesen, vor allem, wie gesagt, keine tollen Panoramen zu erwarten bei diesem Wetter. Deshalb bleibt die Drohne im Rucksack, ich habe sie jetzt spazieren getragen, jetzt war sie auch mal in Niederbayern. Schade. So, die Kupplung ist dran, ich bin noch bei der Werkstatt, weil hier gibt es einen, was für ein Deutsch, weil es hier einen Tesla Destination Charger gibt und mache noch ein paar Prozentchen rein, denn die alte Elektrofahrerregel befolge auch ich und die lautet später, dann later, und das genau das tue ich jetzt hier. Und bevor wir die Anhängerkupplung uns genauer anschauen, möchte ich euch noch schildern, wie ich mich schwerst verletzt habe beim Üben, die Anhängerkupplung abzunehmen. Die zieht man nämlich nach unten ab. Und es geht mit einem Ruck, und das habe ich auch getan. Und dieser Ruck hat dazu geführt, dass ich quasi mit dem Gewicht der Anhängerkupplung meine Hand in den Asphalt gerammt habe. Und das ist das Ergebnis. Ich hoffe, man kann es schön sehen. Schwerst verletzt. Naja gut, ich werde es wahrscheinlich überleben. Habe auch gleich Taschentuch bekommen und so. Und der Mitarbeiter war sehr besorgt um meine Hand. Aber der Vorteil ist, dass ich so durchgefroren bin und deshalb keinerlei Schmerzen spüre. Wunderbar. Ich konnte auch die Hautfetzen runterziehen und habe gar nichts gespürt. Perfekt. Also Betäubung durch Kälte. Und jetzt schauen wir uns die Anhängerkupplung an. So, und hier sehen wir nun das gute Stück. Da ist die Anhängerkupplung. Sie ist auch einigermaßen mittig angebracht, hoffe ich. Ja, sie ist total mittig angebracht. Ja. Denn das Merkwürdige ist, dass sie auf der Rückfahrkamera nicht in der Mitte erscheint. Ah, ich weiß auch warum. Weil die Rückfahrkamera nicht ganz mittig angebracht ist. Siehst du, schon haben wir wieder was gelernt.
Okay, also hier, das ist eine abnehmbare, die ist wunderbar montiert. Schöner Ausschnitt unten, hier abschließbar, also sieht richtig professionell aus. Sieht aus, als wäre es schon immer so gewesen. Perfekt, und jetzt demontiere ich sie und wir fahren Richtung Heimat. So, das ist hier zwar kein Autotestkanal oder so, aber kommen wir zu einer Art Fazit. Ich kann jetzt an den Windgeräuschen auch nicht feststellen, dass irgendwie irgendwas lauter wäre. Verbrauch ist auch gleich. Ich meine, das ist so ein kleiner Ausschnitt da hinten. Der kann auch nicht viel ausmachen. Was hat der ganze Spaß jetzt gekostet? Wenn man nur die Anhängerkupplung möchte, die reine Stützlast hat, also für einen Fahrradträger, dann kostet es so ungefähr 1200 Euro. Die mit Anhängelast kostet 1800 Euro, 1800 Euro. Da ist aber dann alles dabei, eine ganze Verkabelung komplett, und ich habe es jetzt noch ein paar Mal probiert, abnehmen und wieder montieren, ohne mir die Hand zu zerstören, die übrigens immer noch blutet, wie als gäbe es keinen Morgen, wahrscheinlich verblute ich auf dieser Fahrt. Und muss sagen, wenn man mal den Dreh raus hat, wunderbar, absperrbar, sehr solide alles. Bisher bin ich super zufrieden, wenn jetzt auch dann demnächst der noch zu kaufende Anhänger gut dran hält, dann bin ich eigentlich begeistert. Kleiner Nachteil bei einem Tesla ist, die Rückfahrpiepser, also die Einparkhilfe hinten, wird nicht automatisch abgeschaltet, weil Tesla keinen anderen in sein System lässt zum Programmieren. Das muss man dann manuell machen, wenn man rückwärts fährt. Oder man lebt halt damit, dass es beim Rückwärtsrangieren hinten eben piepst. Denn nur dann sind ja die Ultraschallsensoren aktiv. Weiß ich noch nicht, wie wir das handhaben werden. Auf jeden Fall werde ich auf der Fahrt dann in Zukunft, wenn ich einen Anhänger dran habe, Folgendes machen. Und zwar einfach mal die Rückfahrkamera mitlaufen lassen, damit man weiß, was der Anhänger so macht, ob es ihm auch gut geht da hinten. Und ich bin gerade bei der Therme Erding. Schade, hat nicht offen. Würde sich jetzt super anbieten. Ich bin nämlich richtig durchgefroren. Aber sonst gibt es heute nichts mehr zu berichten. Ich hoffe, das Video fandet ihr trotzdem ein bisschen interessant, auch wenn es nicht um die Haussanierung ging und keine neuen Möbel angeschafft wurden. Die Manny dekoriert fleißig weiter. Wenn ich nach Hause komme, ist bestimmt schon wieder einiges zusätzlich dazugekommen. Und ansonsten bleibt mir nur, mich fürs Zuschauen zu bedanken, mir ein Abo zu wünschen, Daumen hoch, Glocke drücken, kommentieren, irgendwie interagieren und nächste Woche wieder einschalten. Danke, ciao.